Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Oxygen Unincluded. Ja, wie ihr in den letzten Folgen gemerkt habt, ich hab Bock. Und joa, machen wir einfach weiter, ne? Oder what, oder wie, oder wer, oder wie, oder what, oder wie, oder wer, oder wie, oder what. Ihr wisst, don't know what is what, what is what, what is what. Lass uns mal nehmen Sauerstoff. Lufterfrischungsapparatur sozusagen, Stromi Marty und ein Schleiterkabel und das anschließen. Ja, und dann ist alles gut. Ja, verschmutzter Sauerstoff ist hier unten auch noch. Und dann wollen wir mal wieder ein bisschen Luft erfrischen sozusagen. Gut, wo waren wir eigentlich in der letzten Folge stehen geblieben? Ich war jetzt essen. Ach so, wir wollten die Rakete bauen. Und zwar als erstes das Dampftriebwerk sozusagen. Und das wollten wir denn einmal. Wie bauen wir erstmal die Gangway? Also die Gangway bauen wir quasi in Sundstücke weg. Wenn wir die Gangway so bauen, können wir ja machen. Denn dahinter noch quasi. Oder wir bauen die Gangway hoch oder niedriger. Ich denke mal eher, wir bauen die Scheiße komplett niedriger. Und dann aber so, dass es mit dem quasi endet. Nicht wahr? Das heißt. Wir reißen den Quatsch ab und graben hier noch mal ein Zweier aus. Zip. Richtig erwische. Weil wir müssen. Wo sind? Leiterkabel. Wo sind die Türme? Halten die nur begrenzte Anzahl an? An? Oder wenn die leer geballert sind, dann ist so, ja, das sollte nach rechts genug Platz sein. Nee, den zerlegen wir auch nicht. So, die Gangway kommt quasi daran. So, Rakete. Wenn ich das jetzt hier als Gangway sozusagen mache, dann passt die Rakete da wohl hoffentlich noch hin. Kommandoturm. So, den da. Das Forschungsmodul. Keine Ahnung, so oder was? So?
So, drei über den und den. Muss man das so bauen? Oder einen Abstand? Pass mal so. Das Forschungsmodul ist jetzt aber ein zu hoch, ne? So. Jetzt ist die Frage, oh, was ist das? Also Satellit. So, unbekannt hier, analysiere Objekt bitte. Ja. Warum sind die Dinger mal weg? Warum wird mir angezeigt, wie warm die Sprenggranaten da drin sind? So, das google ich mal schnell. Moment. So, haben wir das rausgefunden? Die Jungs schmelzen. Die schmelzen, weil die nicht gekühlt werden, weil die ihre Wärme nicht loswerden, sozusagen. Und deswegen schmelzen die weg. Weil die selber Wärme produzieren. So. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal Wärmetauscherplatten aus unserem Lieblingsmaterial Eisen. Und gucken mal, was denn so passiert. Zu wenig Atemschutzressourcen, Gangway fehlt. Wieso fehlt die Gangway? So, die Rakete ist noch definitiv defekt sozusagen. So, und dann muss ich sie noch mit so einer Art Gas kühlen. Das Gas, das würde ich zum Beispiel hier drinne gut bekommen. Allerdings komme ich da nicht rein, um mir das Gas zu organisieren. Aber irgendwie muss ich doch die Hitze reinbekommen in die. In die Booty da.
Weil da habe ich ja deutlichst über 100 Grad. Und das könnte man tatsächlich, wenn man hier Gasleitung drin hätte, wunderbar laufen lassen. Wie kriegen wir das jetzt schlausterweise hin? So, das heißt, wir brauchen hier erstmal einen Kühlkreislauf. Einen Kühlkreislauf, den wir mit isolierten Rohr erstmal hier runter schaffen. Wir müssen es ja, wie gesagt, nicht so dolle kühlen, sozusagen. Aber ich krieg's halt hier nicht rein. Weil hier halt so ein gigantischer Druck herrscht. Das ist unnormal sozusagen. Allerdings könnte ich, falls es geht, und das müsste man testen, Gas nachträglich entnehmen und wieder dahin bringen, indem ich hier aber ich habe ja keinen Gasabzug sozusagen, Hochdruckgasabzug, weil ein Hochdruckgasabzug hat ja auch seine Grenzen und der liegt weit unter 90 Kilo sozusagen. Wo habe ich denn hier einen Hochdruckgasabzug? Da. Überdruck 20 Kilo. 20 Kilo. So, ich habe aber 90 Kilo drin. Das heißt, es wird wieder nichts. Gas, was ich entnehme, kriege ich nicht mehr da rein. Ich kann die Anlage quasi nach unten hin mit noch so einem Ding erweitern. Aber im Endeffekt machen wir uns nichts vor. Muss ich die Kälteleistung irgendwie anders entnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie entnehme ich das? Also ich weiß, dass ich hier oben erstmal Gas bauen muss. Eine Gasleitung. Das weiß ich. So, dann muss ich das Gas auf eine gewisse Temperatur bringen. Also kühlen, sozusagen. Irgendwas, was Wärme aufnimmt. Aber halt nicht so doll. Guck mal, das kann ich ja schon mal wieder in die Tonne kloppen. So, so, oh, und die restliche Leitung, die ist ja. Isoliert.
So, dann muss ich das irgendwie. Runterbringen. Und so hart es klingt, muss ich hier erstmal Zeug bauen. So, Basis, isolierter Ziegel, Magnetit. So. Die kann ich jetzt hier durchführen, da durchführen und da durchführen. Und die kann ich auch hier durchführen. Hier durchführen muss ich denn leider so machen. Und dann muss ich hier irgendwie mich hier mit Keuchwurzen sozusagen behelfen. So, dann machen wir hier erstmal Isolated Manual Airlock. So, und dann brauche ich hier normale Gasleitung, die thermisch reaktiv ist. Und würde das dann erstmal so machen. Aber wir brauchen ja noch einen Antrieb. Einen Antrieb, beziehungsweise einen Antriebstank sogar. Und da ist der Keuchwurz. So, und diesen Antriebstank, den würde ich gerne so reinschrauben. So, und dann brauche ich noch mal einen Antriebstank. Etwa so. So, das plätschert denn hier runter, hier runter, hier runter und landet hier. Gut. Auf der anderen Seite plätschert es, achso, und landet da.
Ja, dann will ich doch gar nicht, dass es denn direkt da landet. Denn reiße ich doch lieber die Gebäude ab. Und ja, bring das Ding quasi direkt weg sozusagen. So. Magmatit. So, mach mal da eine 6 draus. Und dann lasse ich doch lieber das da vorlaufen. Beziehungsweise, das macht ja eigentlich auch keinen Sinn, sozusagen. Man könnte auch das und das machen, sozusagen. Beziehungsweise hier aus Magmatit bauen. So und so. So, und den weg. Und das gleich abrunden. So direkt, direkt. Und ist tatsächlich noch nichts angekommen, ne? So. Dann könnte ich diese Pumpe hier nutzen. Und sobald Wasser oder verschmutztes Wasser da ist, das quasi direkt absaugen sozusagen. So wäre jetzt der Plan. Und dann das sanitärtechnisch einfach hier rüber schippen. So, und du machst es bei Wasser oder bei verschmutztem Wasser? So. Und eigentlich könnte ich das hier auch komplett abreißen jetzt. Komplett, komplett, komplett. Weil ich brauche das ja alles gar nicht mehr. Das ist ja quasi erledigt sozusagen. Und auch theoretisch nicht mal in der Höhe. Denn wozu?
Hier kann ich die Leiter tatsächlich noch. So. Genau, die fummeln sich hier schön ein rum. So, perfekt. Wie sieht das denn aus? Sind hier Leute eigentlich... Warum machen die sie nicht fresh? Ja, die haben hart gekämpft und jetzt dürfen sie sich auch fresh machen. So. So, haben wir wieder hier neue Druckerzeugnisse, ja, haben wir. Pufflet, habe ich angewählt, angreifen. Weg mit dem Typen. So, Moment. Wow. So. So, bei 500 Grad, 500 Grad, läuft bei mir. So, Rakete, Gangway. Ja, so, ne? Wenn denn so? Nicht wahr? Hier, da ist die Tür. Gehe ich mal von aus, dass da die Tür ist. So, und dann fülle ich da einfach Sauerstoff ein, weil Sauerstoff habe ich hier oben schon und dann ist es gut. Dann lass die Scheiße doch kühlen. Nicht warm. Häppchen für Häppchen, Stück für Stück. Ja, wird jetzt einen kleinen Moment dauern, die Scheiße. Aber it's okay. So, und du musst da eine Keuchwurz hier eben arbeiten. Beziehungsweise wir sperren hier den noch einen Pip ein. Versuchen hier noch mehr Keuchwurzens anzupflanzen. Versuchen so zart wie möglich das Gas da drinnen. Wir müssen mal gucken, ob wir nur Isolierrohre bauen, ein normales, ein mit Sediment. Wird sich finden. Gerade so, dass das hier mal ausreicht.
Kein Gaseingang verschüttet. Ach so. Gut. Kriegen wir alles in den Griff. So. Da ist 400 Kilo Gold sind hier, Junge, Junge. So. Dann wollen wir mal Aufräumauftrag hierher geben, sozusagen. Eislager nicht? Ach so. Es gibt kein Eislager. Es gibt kein Eislager. Doch, den gibt es. Machen wir. Und zwar... Hier vielleicht automatischer Ausgeber. Dahin. Dann ist es eben ein Wasser irgendwas Mix. Ist mir eigentlich scheißegal. So, ach so, da kommen wir nicht hin, sozusagen. Hier oben kommen wir auch nicht ran, weil das schon viel sind. So, Basis. Insulated Manual Airlock. Oh. Darf ruhig zwei weg sein da. So. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss das hier fertig gebaut bekommen. Und den leider auch. Aber der Rest ist irrelevant. Dass man aber auch überall große Stationen bauen muss, alles kompliziert. 9 und 9. Wo ist hier die Munitionsfertigung? Die Munitionsfertigung muss auch eins höher gestellt werden. Ja. Und das ist so. Intelligenter Lagerbehälter. Eine Tonne. Sprenggranaten.
Aber die werden nicht beliefert, ne? Kann das sein? Wie sieht es eigentlich aus mit der Temperature? Besser. Zwar noch nicht perfekt, aber besser. Machen erstmal ein. Es war nämlich so klar, dass diese Scheiße genauso passiert, das wusste ich. Könnt ihr mal hier irgendwie, ach so, bis hier runter rauscht die ganz alles gone. Warum liefert ihr nicht Sprenggranaten hierher? Das ist sowas von wichtig. Kriegt ihr das denn nicht auf die Reihe? Meine Fresse, jetzt ist ja alles im Eimer, weil diese Spinner keine Sprenggranaten herliefern. Warum? Was ist das Problem gewesen? Hier sind es 9. Jetzt dürft ihr hier den ganzen Tag die Scheiße zusammenbauen. Liefert die Sprenggranaten dahin, verdammte Axt. Junge, 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 das kann wohl schwierig sein. Weiß behinderten Pistups, Alter, ehrlich, ey. Komisch, jetzt geht das mit den Sprenggranaten. So. So. Ist denn die Scheiße jetzt fertig gebaut? Ja, ist er. So. Dann machen wir jetzt nichts anderes als Lüftung zu nehmen, eine Gasbrücke. Die so zu bauen.
Also neue Druckerzeugnisse schon wieder verfügbar. So, zu wenig Ressourcen, Atemschutzanzug. Ein Atemschutzanzug. Naja, können wir den irgendwie bauen? Ja, bestimmt, ne? Wo ist denn hier unsere Schutzanzug-Baugedöns hier? Bist du das? Nein, du bist die Schutzmaske. War doch hier irgendwo hier. Irgendwo konnten wir doch diese ollen Anzüge bauen. Da. Atemschutzanzug. Wir bauen mal nochmal zwei. So. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. So, dann haben wir hier irgendwie müssen wir Strom. So, Leiterkabel. 1000. 200. Fucking Watt. So, wie kommt das zustande? Wie kommt das zustande? Weil die Batterien auch entladen können. Nach hier oben sollen sie ja. Wegen dem Zeug. Also am besten, ich setze den, den und den und den extra an extra Batterien sozusagen, unabhängig von denen hier. So, der macht 90 und 85. Oh, ist es jetzt besser? Müsste der eigentlich nicht mehr rot werden? So, und die Frage ist natürlich, 240, ja, sind unter 2000 Watt, die wir hier ziehen. Also können wir hier ganz entspannt die Gänge anschließen. Und dann brauchen wir natürlich noch Dampf. Dampf produzieren wir einfach so, dass wir in gewissen Abständen
So. In gewissen Abständen, ach, wir sind schon wieder zu weit. Da brauchen wir noch Dampf hin, sozusagen. Wir müssen also noch einen Gas Niedergang bauen, sozusagen. Das machen wir auch gerne, indem wir uns hier reinschnippeln. Das da. Und dann hier noch ein Rohr bauen für Dampf. Und den Dampf, den holen wir uns von der Maschine da. Und da müssen wir lediglich nur wieder Wasser reinfüllen. Also, ich würde ja sogar sagen, dass wir das per Hand machen. Erstmal, weil so viel mit der Rakete werden wir auch von Hand fliegen. Die wird ja nicht automatisch irgendwie fliegen. So. Das heißt, wir müssen das anzapfen, während das unter Druck steht. Bong, 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 bong. Was macht ihr denn jetzt hier für eine Scheiße? Können wir das mal abschließen? Danke. Und können wir das hier mal abreißen? So. So. Jetzt alles tutti. So, jetzt bauen wir also noch mal ein Röhrchen. Aber das bauen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge machen wir Dampf Rocket. Ja? Sonst sind wir ja schon wieder zu fett. Aber die Folge mache ich gleich noch. Also Leute, Freunde, wir sehen uns. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Immer noch. Ne? Nach mal 6 Folgen heute aufgenommen. Krass, krass geil. Guti Leute, tschüssi.